Zuerst einmal möchte ich mich bei den Wählern bedanken. Denn dass wir an erster Stelle sind, ist keine Selbstverständlichkeit. Das meint Werner Faymann, der Bundesparteivorsitzende der SPÖ, am Abend der Nationalratswahlen bei einem Fernsehinterview. Ich denke, was er sagt, steht für die Überzeugung aller Politiker. Wir sind letztlich abhängig vom Volk. In der Demokratie hat die Menge die Macht. Das Werden und Vergehen von Politikern steht in der Gunst der Wähler. Ich denke, Jesus könnte heute sagen, die Politiker sind total abhängig vom Volk und so seid ihr ganz angewiesen auf Gott. Denn nur weil Gott es wollte, gibt es das ganze Universum. Und nur weil Gott euch erwählt hat, zu existieren, seid ihr. Das glaube auch ich. Dass es mich gibt, ist keine Selbstverständlichkeit. Und deshalb möchte ich halt zuerst Gott danken dafür. Und ich möchte meine Dankbarkeit auch ausdrücken, indem ich die Gebote Gottes lebe. Das ist vor allem das Gebot der Liebe. Und wenn ich das alles versucht habe zu tun, dann brauche ich mir nichts drauf einzubilden. Sondern dann möchte ich mir sagen, ich habe nur das getan, was ich Gott zumindest schuldig bin.